Arminia Bielefeld ist jetzt auch Meister der Saison 2014-15. Groß Asbach beendet die Spielzeit als Neuling auf Platz 15. Respektabel. Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Das Wort zum Montag. Da sind wir schon bei Folge 82, wie schön. So, und gleichzeitig löse ich auch ein Versprechen ein. Dieses Video ist gewidmet meinem Amico Samuele Respect 93. Ein Fußballvideo, weil es sich ja gewünscht hat. So, ich habe ihm versprochen, wenn Arminia Bielefeld gewonnen sollte, mache ich ein Video über Arminia Bielefeld. So, jetzt ist mir sogar aufgefallen, die haben es sogar noch ein bisschen weiter geschafft. Die kommen von der dritten auf der zweiten Liga. Ich, als Fortuna Düsseldorf-Fan, möchte euch herzlichen Glückwunsch wünschen, liebe Arminia Bielefeld. Und bald sind wir wieder auch Rivalen. Zusammen mit MSV Duisburg, die mit einem soliden zweiten Platz da sind. Ja, alte Lieblingsvereine treffen wieder auf. Naja, gut, aber wenn ich mir so die letzten 10 Spiele ansehe, muss ich sagen, 5 gewonnen, 2 verloren und ja, 3 unentschieden. Entscheidend sind die Hälfte aller Spiele gewonnen. Bravo. Ja, liebe Arminia Bielefeld. Ich muss sagen, mit Norbert Meyer habt ihr wirklich einen guten Fang gemacht. Das ist nämlich unser ehemaliger Trainer. Ja, 2013 wurde er leider gefeuert. Obwohl ich immer der Meinung war, man hätte ihm noch eine weitere Chance geben sollen, weil immerhin haben wir ihm was zu verdanken, dass die Fortuna mal wieder erste Liga-Luft atmen durfte. War zwar leider nur kurzzeitig, aber man sieht ja an Paderborn und Köln, dass es auch länger möglich ist, nur wir haben da leider nicht so ganz hingekriegt. Ja. Nach Norbert Meyer war der Trainerposten dann eher ein Schleudersitz, was auch leider vollgefressenen Fortuna-Bonzen da liegt, die das alles so ein bisschen kaputt machen, aber mittlerweile ist der Schulte ja draußen, also kann es wieder ein bisschen aufwärts gehen. Das heißt, die nächsten Trainer werden wohl hoffentlich für länger bleiben und nicht so wie mit Köstner oder mit Büskens oder mit Reck. Das ist sowieso furchtbar, also das schadet auch alles dem Verein, finde ich. Aber gut. Ja, ihr habt den Meier, es sieht gut aus, ihr habt sogar in die zweite Liga geschafft. Also das spricht für Meier. So, und da bin ich natürlich dann jetzt wieder ein bisschen sauer, dass er damals gekündigt wurde, weil ich habe die Theorie, hätte man ihm damals noch bei Fortuna noch eine weitere Chance gegeben. Ich glaube, wir hätten es wieder weiter nach oben geschafft. Vielleicht wären wir auch wieder in der ersten Liga. Sind Mutmaßungen, aber es wäre ja durchaus möglich. Ja, lieber Nini, ihr habt ja echt gut vorgelegt. Fangen wir mal an mit dem 4.4. Da habt ihr gegen Cottbus gespielt und 3:0 habt ihr die versenkt. Wunderbar. Man muss Cottbus auch versenken. So. 4 Tage später am 8.4. Bielefeld gegen Mönchengladbach, ja, gegen die Fohlen, 5:4, IE, ich schätze mal im Elfmeter, ich weiß es nicht, was das heißt, ich kenne mich mit dem Fußball leider nicht so aus, und trotzdem mache ich ein Fußballvideo, ne? Sei mutig. Gut, gegen Dynamo Dresden wart ihr leider nicht so gut, habt ihr verloren. Dynamo Dresden hat euch vernichtend mit 2:0 geschlagen, ja, so vernichtend nicht, aber vernichtend kommt gleich noch. 18.04. Bielefeld gegen Preußen Münster, 2:1. Ja gut, Preußen Münster, ne? Das war's mal mit denen. So, am 25.04. da habt ihr mal Erfurt mal richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. 4:0, das ist gut. Da hat er denen mal richtig gezeigt. So, dann kam das DFB-Pokal-Halbfinale. Bielefeld gegen Wolfsburg, ja gut. Da hat Wolfsburg euch schon mal richtig dann eingelocht mit 4:0. Aber ey, ihr seid ja weit gekommen, habt's da geschafft. Galt sogar als Favoritenschreck, das ist super. 2.5. Bielefeld gegen Holstein Kiel, 2:2. Ein Remis rausgeschlagen, immerhin. Geht ja. So, am 9.5. ging es dann gegen SV Wehen, auch nur ein Remis rausgeschlagen, 1:1. Da war bestimmt mehr drin gewesen, weil Wehen, weil er ist schon Wehen. Ja, die Wehen krieg ich, wenn ich dazu was sehe. Nein, aber jetzt mal im Ernst, aber. Ne? So, 16.5. wieder ein Remis rausgeschlagen mit 2:2 gegen Regensburg. So, und ja, jetzt das Spiel, was vor kurzem war, am 23.5. Da musste ich mir den Namen richtig komplett ausschreiben, weil ich muss zugeben, ich habe den Verein noch nie gehört, und zwar ist das SG Sonnenhof Groß Asbach. Ja, ich glaube, an dem Spieltag war wohl eher Regenwetter als wie Sonne, weil Bielefeld hat den mal mit 1:0 gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Richtig. Ja, liebe Arminia Bielefeld, ihr seht, mit Norbert Meyer könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen. Ja, und ich wünschte, wir hätten uns damit noch glücklich geschätzt, aber gut, kann man nichts machen. Fortuna hat ihn damals gefeuert, Norbert Meyer konnte hingehen, wo er wollte, hat für Arminia Bielefeld entschieden oder beziehungsweise wahrscheinlich ein gutes Angebot von euch gekriegt. Kann man den Norbert Meyer keinen Vorwurf machen, und erst recht sollte man ihn nicht als Verräter beschimpfen. Weil es gibt leider auch so einige dumme Fortuna-Fans, die das wahrscheinlich machen würden,
dann sagen, Verräter, nur weil er jetzt nach Bielefeld gegangen ist. Wenn er frei steht, kann er überall hingehen. Da kann er auch, was in der MSV Duisburg gehen oder nach 1. FC Köln. Aber ich hoffe mal, er hat so viel Ehre, dass er es nie gemacht hätte mit 1. FC Köln. Bitte, bitte, bitte. Ansonsten bitte, bitte. Ja, was bleibt mir zu sagen? Liebe Arminia, bald treffen wir wieder mit aufeinander und MSV Duisburg auch. Das heißt, jetzt sind wir bald wieder Konkurrenten, sind wir bald wieder verfeindet. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, möge der Bessere gewinnen. Und ja, da können wir uns ja mal drauf freuen. Mal gucken, wie weit es in der zweiten Liga schafft mit Norbert Meyer. Ich glaube, ich habe leider kein so gutes Gefühl, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil ihr habt doch irgendwie den besseren Trainer. Und ich könnte mir gut vorstellen, damit könnt ihr in der zweiten Liga noch einiges reißen. Ne? Also, wir haben ja gesehen, was Norbert Meyer drauf hat und ihr seht ja auch, wie es jetzt ist. Nie wieder dritte Liga, sagt ihr. Ja, guck mal. Also zweite Liga könnt ihr euch auf jeden Fall halten. So, ich wünsche euch was. Hasta luego, meine Lieben. So, und dann möchte ich noch einen Schlusssatz machen. Fußballfans sind keine Verbrecher. Also, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.